Holy shit. Hey zusammen, hier ist mal wieder der fleißigste Musiknerd Deutschlands. Heute reden wir über das aktuelle Album Bad Reputation von Kid Rock. Und erstmal zu mir und Kid Rock. Ich mag die ersten beiden Alben, Devil Without a Cause und Cocky, eigentlich ganz gerne. War immer so mein Lieblings-Redneck, Guilty Pleasure, würde ich sagen. Ich weiß, keine grandiose Musik, nie gewesen. Aber irgendwie hatte das seinen Charme. Und American Badass ist ein Song, der auf keiner New Metal Playlist fehlen darf. So viel Positives. Kommen wir zum Album Bad Reputation. Ich habe mir fest vorgenommen, in diese Review genauso viel Arbeit reinzustecken wie Kid Rock ins Album. Nämlich keine. Das Album ist ein ekelhafter, riesiger, dampfender Haufen Redneck, Hillbilly, Make America Great Again, Cappy, tragender Haufen Scheiße. That is one big pile of shit. Das ist einfach eine Beleidigung und es geht über 70 Minuten. Es ist Folter, also Folter, dieses Album. Der erste Track, Don't Tell Me How to Live, beginnt mit der Zeile Fuck all you hoes. Und Leute, ab da wird's schlimmer. Wenn die Zeile Fuck all you hoes wirklich schon das ist so und fuck Biden und fuck Fauci und fuck this, fuck that und dann kommt We the People auch noch als nächster Song. Das ist ja fuck, Alter. Das ist ultra beleidigend für jemanden, der irgendwie gerne Musik hört, der das Medium Musik liebt, der Musik als Kunstform sieht. Das ist einfach ein ekelhaftes Stück Scheiße, dieses Album. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist eine Mischung aus ultra billigen Hip-Hop-Crossover-Beats gepaart mit Southern, Hillbilly, Country-esken Rock-Sachen, die einfach 100-mal schon gespielt wurden, besser gespielt wurden, textlich hässlich und dass so ein ultra-reicher, 50 Jahre alter Mann We the People singt und We the People have the right to scream fuck you. Oh, ich hab schon zu viel gesagt. Ich verlinke euch hier im Bild noch zwei andere Videos. Zappt da mal gerne rein. Das war's von mir zu diesem Haufen Scheiße. Das Album, man kann diesem Album fast kaum eine Bewertung geben. Das Album ist ein Haufen Scheiße. Schulnote, Scheiße. Das ist, eine 6 ist ein Understatement für dieses Album. Boah, ich bin raus. Ciao.